Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir sind auf dem Weg direkt zum Radio Tower und was uns da alles erwartet, das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Wir haben jetzt einen neuen Kurs eingeschlagen, ne? Ja, Richtung Radio Tower. So, ich bin mal für 2-3 Sekündchen weg. Ich bin gleich wieder da. Er hat uns doch verarscht. Ja, immer diese, weißt du, kaum werden sie berühmt. Vielleicht sollte man auf seinen Hunger achten, wenn man geht. Nein. Manchmal hilft das, ja. Also, brauchen wir irgendwas außer den Speeren an Ausrüstung? Ich wüsste jetzt nicht, was... Nö. Die Flaschen haben wir ja auch schon. Gut, weil dann haben wir das Metall fertig. Ah ne, stimmt überhaupt nicht. Wir wollen ja noch die Bolzen. Also, ist in Arbeit. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holzbleit dafür. Das ist Kram. Warum kriegt man in diesen Dingern eigentlich nie das, was man will, in diesen Fässern? Weil es dann Ü-Eier wären. Hä? Das hat mir so viele Arten und Weisen gerade verwirrt. Na, die wollen doch immer Spielspaß und Schokolade. Das kriegen die über ein Ü-Ei. Also sind die Fässer Ü-Eier? Nee, eben nicht. Du kriegst eben nicht, was du möchtest. Hast du schon mal jemals im Ü-Ei das gekriegt, was du möchtest? Ja, es war Schokolade drin. Soll ich euch jetzt mal den Hack erzählen, wie man das hinkriegt? Genau das im Ü-Ei zu haben, was man haben will. Jetzt sag nicht schütteln. Ich bin gespannt. Man muss die Eier zählen. Im 7. ist nämlich so eine Sonderüberraschung. Spannend, spannend. An die Rezepte. Das, mehr versteht man leider auch gerade nicht. Ich hole mir mal was Neues zu trinken in der Zeit. Bis denn. Ja. Ich paddel schon mal los. Paddel du mal. Ja, ein bisschen vorankommen hier. Aber ist jetzt mal wirklich, ist das wirklich so, dass jedes, also in so einer, das wäre aber witzig, wenn die in der Stiege jedes 7. Ja. Also. Ja, nein, das ist total. Aber mittlerweile ist ja eh nur Scheiße drin. Nur aber Scheiße. Also, Gewicht schön und gut, aber geht man dann in den Supermarkt mit einer Waage? Du nimmst einfach die Gemüsewaage, die da schon ist. Ja, man könnte auch zu Ende lesen, ne? Nicht nur so quer lesen. Was war jetzt nochmal richtig? Das Blaue oder das Grüne? Muss man aufs Grüne zufahren? Aufs Grüne, ne? Oder aufs Blaue? Das weiß ich nicht. Das hast immer du gemacht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das Grüne wird nur einmal angezeigt und das liegt quasi auch in Windrichtung. Wollen wir das erstmal ausprobieren? Ja, komm. Ne, liegt nicht in Windrichtung. Ne, das andere ist näher dran. Momentan einfach raus. Ist noch weit? Ne. 730 Meter. Er hat dich verarscht, Nick. War richtig totstellen, oder was? Ja. Er hat dich einfach verarscht. Geil. Aber du dachtest auch, er wäre tot, oder? Ja, ich musste auch kurz überlegen, ob er das Zeitliche gesegnet hat. Metall ist schon wieder fertig. Ich paddel uns jetzt dahin. Okay. Sollte vielleicht was essen. Habt ihr euren Speer schon gemacht für die Insel gleich? Nee. Mir fehlen noch 6 Planken. Ja, ich habe meinen Speer. Ich wette, wir müssen zur grünen Insel. Aber wir sind gleich bei der blauen. Wenn du hier guckst. Wir fahren jetzt zu der blauen, aber die grüne ist da. Ja. Okay. Aber ich dachte mir, die blaue ist näher. Und ich war jetzt verwirrt, was das ist. Vielleicht klappt's ja. Ich weiß ja nicht. Boah, ihr habt schon wieder so unglaublich viele Palmblätter, ey. Ja, ich auch. Oh, da! Da ist der Radio Tower, glaube ich. Ja, das ist gut. Habt ihr eure Flasche aufgefüllt? Na klar. Vielleicht nochmal einen Schluck getrunken. Phrasen dabei.
Ja, Papa. Mach mal aufs Klo. Ja. Nein, Papa. Ich glaube, die Insel war nicht so heftig, oder? Da konnte man lange hochklettern. Aber ansonsten gab es nichts. Also keine Erhaltung. War das echt die erste? Hm. Ja. Dieser Turm. Wie viel schön viel Platz wieder hier unten ist. Ja, das ist echt krass. Guck mal, dann können wir hier die Netzreihe noch verbessern, also erweitern. Mhm. Hi. Nein, hi. Nein. Aus. Schön, dass er reinbeißt und dann kommt so ein Balken hoch. Aber wenn ihr Planken habt, müsst ihr mal die Öfen bitte. Ja, ich hab leider. Bin dabei und Öfen brennen. Also Nick, wie du das machst, ist mir immer noch ein Rätsel. Ja. Du stehst 5 Meter vom Wasser entfernt. Ja, das mit dem Wasser ist vollkommen egal. Yeah, danke! Natürlich sind wir hier, wenn es dunkel ist. Das ist der natürliche Lauf des Lebens. January. Oh. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Selene got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Wie, es gibt Sprache in dem Game? Habt ihr irgendwen gefunden, mit dem ihr gerade gequatscht habt, oder was? Einen Hinweis habe ich gefunden. Das, was früher diese Texte waren, die man lesen musste. Ja, mega cool. Bauplan Stirnlampe, das gefällt mir. Owl's Radio Notes. 22nd of December. Ah! Och nö. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Rangaroa City. 14th of February. Sparrows come. At Selene. 6th of March, another distress call, Varuna Point, missing child. 16th of April, rafters dreaming of utopia, foolish hope. Ah, mega cool. Mhm. Gut gesprochen. February, we've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yet. The reactor at Selene might be the only chance we have against this endless ocean. You knew it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Selene. I hope you finish the reactor. Oh yeah. For all of us. Hey, a friendly face! Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Aber krass, dass sie dir auch hinterherguckt. Nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. Mainly due to the world sinking. Awesome. Let's head out. Bitte was? Okay, let's go. Neuer spielbarer Charakter. Du kannst hier deine Figur auswählen. Ne? Und ab jetzt kann man auch sie auswählen. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Ja, cool. Nice rap. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a... Haben wir das jetzt durch, ja, ne? Oder müssen wir noch was finden? Ich glaube, wir haben alles gefunden.
took boat won't be back. Eyes down. It's down. Ja. Down. Damn. Ich tauche hier mal. Oder hatten wir zwei? Nee, ich glaube nicht. Oh, Büchlein auf, ne? 3, 4, 5, 6. Gerade doch, da ist ein Hai. Es ist aber kein Hai. Es ist ein schwarzer Hai. Aber ich glaube, ja, bis auf das bisschen Schrott habe ich jetzt alles eingesammelt hier. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Schrott, ansonsten Steine ohne Ende. Ich habe ein bisschen Sand aufgesammelt. Andere Menschen, ja, es gibt andere Menschen. Das ist, wir hatten halt Bock, jetzt nochmal dieses Spiel zu spielen, weil es ist jetzt ja alles fertig neu. Ist. Aber wir haben mega viele Sachen gewonnen, irgendwie Recycler und so gerade, ne? Na, den Recycler habe ich gefunden. Kombiniere grundlegende Ressourcen zu Handelspostenwährung. LOL. Genau, ja, okay. So, wo geht's hin? Ja. Ja, das ist gut. Wenn du erstmal da so lang paddelst. Super, dann können wir an der Insel vorbeischippern. Unser Raft nimmt wieder Fahrt auf. Dü, dü, dü. Dü, dü, dü. Dieses Halten für sanftes Drehen finde ich auch immer schöne Aussage. Halten für sanftes Drehen. So, was muss in unseren Forschungstisch eigentlich noch? Rolls a line. Titanbahn, explosives Pulver. Okay. Wie man hier einfach immer nur über dieses Schiff rennt. Du kluck, 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 kluck. Stirnlampe. Ja, die müssen wir machen. Das ist ja richtig gut. Später auch für die dunklen Passagen so im Schiff oder so. Eine Batterie, zwei Seile, zwei Schrott. So, ab jetzt brauchen wir Kupfer. Für die Lampen? Für die Batterien oder was? Ja. Ja, für die Batterien. Ja, ja, für die Batterien, genau. Schade, dass wir halt echt so ein bisschen doof fahren mit dem Wind. Was steuerst du denn gerade an? Schon die nächste Insel oder holen wir erstmal Kupfer? Also, ich würde sagen, wir in die Richtung fahren. Was sind so 1500 Meter? Ja, okay. Da machen wir den groben Kurs und wenn wir die Insel sehen, können wir kurz halten. Ja. So, noch ein paar Netze wollten wir, ne? Jo. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Du kannst den Hai essen, der auf dem Boden liegt. Jetzt soll mal irgendwas loswerden, aber... Hey, hi. Wo ist er? Oh, beide. Ihre Lieblingsecke. Die Lieblingsecke ist auch schön. Micha, hast du deine Axt noch? Ja. Magst du mal hier die beiden Bretter entfernen, bitte? Mach die mit der Stirnlampen-Blaupause weg. Gute Frage. Ich helfe meine weg. Wir brauchen ja nicht fünf davon, oder? Was denn? Ich habe gar keine im Inventar. Okay. Die Blaupause für die Stirnlampe. Also wir können sie auch eh bauen, deswegen ist sie eigentlich eh Quatsch. Stimmt. Eine Planke fehlt mir noch. Kann ich auch das nächste Netz machen. Jupp. Möchtest du mal ab? Ist auch so schön, dass man im Laufen angeln kann. Während du Sachen auf. Da haben wir jetzt erstmal alle Netze. Oder willst du hier noch auf die Ecke? Stimmt. Da können wir noch eins machen. Dann hau ich das ja auch schon mal weg. Zack. Ich will noch eine Planke, dann kann ich. Hm. Jupp. Gerne. Ah. Lol, jetzt fehlt mir noch ein Nagel.
Jetzt kann ich. Ja, hi. Das ist immer ein Stress, du. Ja, ein Kaktus. Es wird immer besser. Der Freund und Helfer. Motivationsspruch. Yes. Wieso kriege ich immer noch die Geinsachen? Richtig gut. Also ihr so Fernglas. Ja, aber ich erforsche auch die Sachen, Lampe, die hier noch in einem Buch fehlen. Du hast ja immer nur so ein Dekorationspaket, glaube ich, was du öffnest. Oh, rechts ist eine Insel. Wollen wir die ansteuern oder nicht? Können wir machen, dann bleibe ich auf dem... Achso, wir brauchen gar keinen mehr auf dem Boot, ne? Nee. Warte mal, die hier könnte ich zu einem Haiköder machen. Vielleicht gibt es da ja wenigstens ein bisschen was. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen werden wir schon finden. Und es wird wieder dunkel, natürlich. Wir könnten auch einfach noch zwei Betten machen, weitere, und dann können wir einfach schlafen die Nacht. Ja, mach noch. Macht ihr die Betten oder was? Ich gucke gerade. Müssen wir alles oben eigentlich haben? Dürfte ja nur so ein Standardkram sein. Eins habe ich hier schon mal. Wo sind denn die Betten? Finde ich schon wieder nicht. Ein Container. Zweiter. Ah ja, klar, Halb sicherlich. Blätter. Kunststoffnägel. Mir fehlen jetzt Planken. Ich habe noch drei, die kann ich dir geben. Dann fehlen mir noch drei. Keine. Ja. Oh. Jo. Oh. Zweiter Halb. Ach so, eine Axt könnte ich mir auch mal wieder machen, ne? Obwohl, ist ja erstmal egal. Warte, ich hol mir mal das Holz hier oben und dann mache ich daraus. Ja. Bad. Nicht den Köder schmeißen. Nee, nicht den Köder schmeißen, Nick. Reiß dich zusammen. Nee, ich hab einen Speer in der Hand, Alter. Eben hast du einen Köder, ich hab's genau gesehen. Angreife. So, Nick muss hier hinten schlafen. Zack. Warte, was? Nom. Jetzt! Hunger! Durst! Hunger! Durst! Hunger! Durst! Esel! Okay, soweit wäre ich jetzt ready. Kann losgehen oder was? Was denn? Ab ins Wasser. Achso. Wir brauchen Kupfer. Und auch Mast natürlich wieder mal. Was? Steine und was? Oh, ich hab Kupfer. Nice. Und mein Inventar ist voll oder was? Dein Ernst jetzt? Oh, ey, einmal mit Profis. Haie fressen keinen Köder mehr, sondern mich. Ist okay. Opfer dich. Das ist fürs Team. Ich hab ihn nur. Ich bin nur zum Fluss. Ach komm. Dick, da kommen sie beide. Ich glaube, so ergiebe ich jetzt die Insel hier nicht, ne? Hey. Oh. Holt mich jemand? Wo bist du denn? Ich versuche es. Ja, aber auf dem Floß. Oh, ich komme nicht aufs Boot. Oh, puh. Ja, dabei wurde ich getötet. Aber ich glaube, ich war oben. Oh. Oh, das war wohl nicht so erfolgreich, diese Insel, ne? Ich schmeiß mal meine drei Kupfer hier in die. Kann ich nicht mehr, okay. Mhm. Ja, ich habe meinen drei Koffer da auch nicht reingekriegt. Oh, ein Baum auf hier liegt ein Metallbarren auf dem Boden. Nice. Kann der schnell wer nehmen? Schnell. Ich bin nicht. Nein! Wo bist du denn? Ich stand genau neben dir, er ist unterm Floß jetzt, glaube ich. Ich bin auf der Insel. Er ist einfach geflogen. Ach komm. Hier ist er. So. Neben dem Ding. Hier bei mir. Bei der Schmelze. Ja, Mangosamen. Schmelze? Was? So. Hab ich. Hä? Den anderen Beteilbaren hier auch rausnehmen bitte, weil ich bin voll.
Zerschmelze? Ach, außer Antille. Bisschen Paddel. Nick, du hattest die 3 Kupfer noch, ne? Ich habe jetzt noch 2. Aber nee, deine hatte ich glaube ich nicht. So. Nee, ich meine nur, ne? Ja. Dann kannst du erst stacken. Oh. And the next. Und auch der ist down. Dann gehe ich wohl noch mal ins Wasser, wa? Es ne. Hört nicht auf. Ne, das muss man jetzt ausnutzen. Klar. Hier ist nämlich Metall. Oh, da ist eine Kiste unter Wasser. Natürlich ohne reinzugehen. Oh, das ist. Ernst. Schrott fliegt gerade nach oben, aber egal. Ich. Hier ist noch Sand. Vielleicht sind wir zu gut und kriegen deswegen 2 Haie. Wahrscheinlich, ja. Ja, das wird's sein. Mittlerweile haben wir die Anfangsschwierigkeiten gut überstanden und kommen sehr gut voran. Aber was uns noch alles so erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge Raft.